Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2 Solo. Ich bin hier in der Gesellschaft von Bodhi, der mächtigen Vampirin, und habe gerade den Auftrag von ihr bekommen, der Schattendiebesgilde. Der Schattendiebesgilde, der Gilde der Schattendiebe, den Kopf abzuschneiden. Ich soll Aran Linweil, den Schattenmeister, töten, der sich natürlich im tiefsten Loch verkrochen hat, das er finden konnte. Im Hafenviertel ganz unten im Keller. Ich bin dabei. Versteckt er sich. Und um ihn zu erreichen, muss ich einen Schlüssel von meinem alten Kontakt Galen Bale abholen. Der wird ihn mit seinem Leben verteidigen. Aber ich bin dankbar dafür, dass er überhaupt einen Schlüssel außerhalb der uneinnehmbaren Festung hat. Das wäre mal eine Sicherheitsstrategie. Die könnte man nicht überbieten. Ich will auch nochmal kurz nach Vaukets Promenade gehen, denn ich habe mindestens zwei Zauberstäbe, die ich gerne ablegen würde, bevor ich weitergehe. Bevor ich die Gilde der Schattendiebe betrete. Denn ich habe nicht mehr so allzu viel Platz in meinem Inventar. Höchstens 5 Felder oder so. Ja, 5 Felder genau. Und ich glaube, wir legen auch den Streitkolben der Zerschlagung da ab. Der hilft mir im Moment auch noch nicht viel. Ich kämpfe ja gerade nicht gegen Untote. Ich kämpfe ja gerade für die Untoten. Und ich glaube, die Sonne geht bald auf. Nee, es sieht nur so aus. Keine Ahnung, warum Gute ich darauf Idee, gekommen bin. Auf die Idee. Der schmale Ast hält Rede mich wert. Nicht. Dann schauen wir mal. Was habe ich denn hier drin, was ich gerne benutzen würde? Eigentlich, oh, wir könnten den nochmal rausholen. Ich nehme die Heiltränke mit und ich tue... Upsa. Ist nichts passiert, oder? Bild dürfte nur kurz stehen geblieben sein. Aber ist alles in Ordnung. Okay. Videoaufnahme läuft noch. Das ist anscheinend zu weit unten am Rand hier. Am Rand des Bildschirms. So, das kommt da rein. Und dann packen wir auch den da rein. Und das Gegengift würde ich gerne mitnehmen. Ja, den Unsichtbarkeitstrank tun wir auch da rein. Okay, dann habe ich jetzt mehr Heiltränke dabei, einen Unsichtbarkeitstrank und von jeder Art Zauberstab, die ich habe, einen. Ich hoffe, das bringt okay. Was. Ja, das wird was bringen, da bin ich mir sehr sicher. Ich denke, die Schattendiebe sind bereit, geerntet zu werden. Die hole ich mir. So, dazu muss ich also zuerst in die Slums freundlich nach dem Schlüssel fragen. Und dann werde ich ihn da schon bekommen, oder? Es würde ja niemand für Aran Linweil sterben wollen. Die machen bestimmt alle Platz. So ein Mann kann doch keine Loyalität in seinen Männern hervorrufen, oder? Ich bin bereit. Ja. Heute werden eine Menge Schattendiebe versuchen, mich umzubringen. Darauf können wir uns schon mal einstellen. Das wird oh, eine Miezekatze. Schön. Das macht das Spiel so schön. Oh, eine Ratte da oben. Gut, dass die sich nicht gegenseitig sehen. Das wäre ein kurzes Vergnügen. Oh, hallo. Oh, guck, oh, guck. Oh, die können sich gegenseitig sehen. Die Katze ist anscheinend gut gefüttert und hat kein Interesse daran, sich hier auf die Ratte zu stürzen. Hey, Galen Bale, alter Freund. Schlüssel oder Tod? Verräter, ich hätte euch geholfen. Jetzt sterbt. Du kannst mir noch helfen. Was soll ich tun? Indem du mir den Schlüssel gibst. Oh. Das Schöne an Dieben ist, Diebe sind wirklich nicht zum Kampf gemacht. Hör auf, die Heiltränke zu trinken. Nein! Pfui, aus! Danke. Okay. Oh, mehr Unsichtbarkeitstränke. Ein Schlüssel und eine ganze Menge geiles Zeug. Okay. Da war es doch ganz gut, dass ich ein paar Sachen losgeworden bin, denn das Zeugs hier kann ich eigentlich direkt verkaufen. Außer natürlich die Lederrüstung, die werde ich nicht identifizieren können. Wunderbar. Ja, und Unsichtbarkeitstränke hatte ich gerade einen in meinem Haus gelassen. Ja, dann können wir auch direkt nochmal ins Obergeschoss gehen, den anderen Freund oben umbringen. Tod für alle ist heute umsonst, Herr Aledrian. Oh, okay. Versuch dein Bestes. Oder nicht. Das wäre auch okay. Warte mal. Ich denke fast, ich werde doch die Steinhaut zaubern. Um 4 gesenkt. Das heißt, die Steinhaut ist total scheiße. Kritischer Fehlschlag. Ja, das habe ich von Dieben so erwartet. Ihr seid halt einfach nicht gut. Das Schlechte ist, der Kerl hat eigentlich ganz tolle Gegenstände zu verkaufen. Die ich mir jetzt natürlich nicht mehr leisten kann. Denn jetzt ist er tot.
Der Zug ist abgefahren. Sag mir, was ist schon geschehen. Bei ihm hätte man eine Identifizierungsbrille bekommen können. Aber die kann man auch auf anderem Weg kriegen. Und ich habe sowieso nicht den Platz im Inventar. Nee, bei weitem nicht. Da lasse ich lieber unidentifizierte Sachen im Inventar. Wenn es denn sein muss. Oder lerne ein paar Identifizierungszauber. Bevor ich einen Inventarplatz aufgebe. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ja, du kannst identifizieren. Oh, ich liebe dich. Gut, dass diese Diebe hier noch mit mir reden. Dann verkaufen wir den ganzen Klimpatsch, den wir hier aufgesammelt haben. Das Kurzschwert, den Schutzumhang, den Lederpanzer. Oh ja, gibt doch eine Menge Kohle. Ja, das gefällt mir. Und wir gucken hier nochmal rein. Vielleicht werde ich ja noch was... Ja, Bezauberung des Berserkers, denke ich immer. Oh, die könnte man mal benutzen. Zauberstoß kommt weg. Magiebannen macht keinen Sinn, weil Zauber von der Schriftrolle mit Stufe 10 gewirkt werden. Und Magiebannen hängt zum größten Teil von der Stufe des Zaubernden ab, im Vergleich zu der Stufe des Opfers. Das heißt, ich werde damit wohl sehr wenig bannen können. Also können wir es direkt verkaufen. Den Rest behalten wir. Und hier drin... Lass mich gucken. Werden wir, glaube ich, auch alles behalten. Ja. Meine Güte. Meine Güte, das Ding kommt weg. Ich muss an die Unsichtbarkeitsringe denken. Die können das nämlich beide. Das heißt, die kann ich benutzen bei den Schattendieben. Falls die Schattendiebe so frech sind und sich unsichtbar machen, kann ich es einfach auch machen. Nicht, dass das viel bringt bei mir. Ja, es bringt eigentlich gar nichts, wenn ich drüber nachdenke. Wenn mein Charakter unsichtbar ist, ist er halt unsichtbar. Kann ich weglaufen. Stimmt, ich kann weglaufen. Gute Idee, das mir zu übertragen. Das ist eine Idee. Ich will natürlich nicht weglaufen. Oh nein, ein Bettler. Hilfe. Okay, er hat mich nicht gesehen anscheinend. Oh. Was? Schläger. Seid ihr sicher, dass ihr mich angreifen wollt? Vor allem mit Fernkampfwaffen. Okay, okay, ich gehe hin. Deine Zeit ist ich gehe ja schon hin. Oh, der Anführer. Ja, du brauchst einen Heiltrank, du hast aber keinen. Stirb. Okay, danke. Und die Pfeile, die sie auf mich schießen, beziehungsweise die Bolzen, fliegen direkt auf sie zurück. Aber guck mal, wie lange die brauchen, um sich selbst umzubringen. Die treffen mich nicht. Die müssen mich treffen, bevor sie zurückfliegen. Ja, tötet meinen Angreifer. Nicht heute. Du hast leider verloren. Du bist ein schlechter Anführer. Du hast den Kerl mit mehreren epischen Artefakten angegriffen. Mit Baldurans Helm, mit Vecnas Robe, mit dem legendären dreiköpfigen Flegel der Zeitalter. Wenn man sich in Gefahr begibt, kommt man eben darin um. Das gilt auch für Computerspielfiguren und vor allem für Computerspielfiguren. Ich will mal gucken, ob ich oben noch ein paar Gegner finde. Hier, oben drin. Gehen wir also hier rein. Wir werden noch genug Zeit haben, den Keller auszuräumen. Das wird spannend und anstrengend wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob Renal Blutskalp hier oben noch rumspringt oder ob der abgehauen ist, weil er gehört hat, dass Braket sich jetzt den Vampiren angeschlossen hat. Ja, der ist abgehauen. Ein kluger Mann. Kann man nicht anders sagen. Okay. Ich kümmere mich drum. Und nochmal okay. Eine Falle, die nicht weggeht durch Auslösen. Das ist auch relativ selten. Und ich habe den Rettungswurf geschafft. Das ist auch relativ selten. Ich sollte die Kisten hier einfach in Ruhe lassen. Was will ich denn hier finden? Ich glaube, irgendwo sind hier Heiltränke, falls ich die nicht schon Ein Diamant! Ja, verschlossene Kisten. Lass ich alle in Ruhe. Ich will... Oh, das ist übrigens cool. Das ist Bier, was nicht alle geht. Da kannst du draus trinken und es geht meines Wissens nie alle. Toller Gegenstand. Kannst du auch besoffen mit werden. Also, wirklich schön. Bereit. Und ich sollte wirklich aufhören, hier rumzuklicken. Einfach runtergehen. Die Schattendiebe töten. Und meine Lebenspunkte aufsparen für die Fallen, die ich auslösen muss. Was soll ich tun? Bittet ein wenig damit.
Euch hätte ich übrigens umgehen können. Ein Inquisitor der Schattendiebe und ein Bogenschütze der Schattendiebe. Ja, vor dem Bogenschützen habe ich keine Angst. Vor allem nicht im Nahkampf. Und vor dem Rothaarigen hier habe ich auch keine Angst. Okay. Ihr wollt also Krieg. Ihr könnt Krieg haben. Ja, das ist mir alles zu heftig. Lass mich doch einfach das Ding benutzen. Das war eine doofe Idee. Lauf, 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 lauf. So macht man das. Nimm das, Inquisitor. Ach ja. Dass hier jeder seine Zauber rausbekommt, obwohl ich auf ihn einprügel. Da, schon wieder. Nicht unterbrochen worden, die Frau. Immer noch nicht. Wenn ich jetzt noch sterbe... Ja, Todeszauber. Okay, das kannst du gerne nochmal zaubern. Ein Todeszauber wird mich nicht beeinflussen. Okay, hau den Bogenschützen um. Danke. Jetzt kannst du dich an die Frau machen. Ja, die Frau macht nämlich nur Quatsch. Und ist gescheitert beim Zaubern. Ah, nerviges Weibsvolk, komm raus. Du willst es doch auch. Nochmal Phantomtor. Ja, ich bin schon unsichtbar, aber ich beame mich nochmal weg. Also, oder tu nochmal so, als würde ich mich wegbeamen. Du hast meinen neuen Lieblingszauber gegen mich eingesetzt. Respekt dafür. Frau Inquisitor. Na, die Robe ist Mist. Der Kerl da kommt nicht durch die Tür. Aber er kann mich sehen. Beeindruckend. Und ihr habt alle nichts, oder? Ihr seid alle nur nutzloses Kanonenfutter. Ja. Hört doch auf meine Klinge zu springen. Bettelt ein wenig, dann gönne ich euch ein Stück. Ja, ja. Oh, bleibt doch mal jetzt stehen. Muss ich auch meine Lieblingshändlerin umbringen, die hier vorne steht. Hier. Ja, das ist meine Lieblingshändlerin. Weil die so schön hier so schnell erreichbar ist. Und alles kauft und identifiziert und das ist nicht schlecht. Ja, hallo. Okay. Feuerball. Los, Feuerball. Danke. Und dann werde ich, glaube ich, direkt mal zur Frau rennen, ne? Ihr seid nutzlos, oder? Ihr seid doch wieder nur so komische Versager. Die Frau ist wieder das wahre Problem. Na komm. So ist gut. Mach weiter. Was hat die da eigentlich für einen Kreis? Das ist wahrscheinlich Zauberreflektieren. Das heißt, das gefällt mir nicht. Zauberreflektieren ist gefährlich. Das heißt, ich kann sie nämlich nicht einfach durch den Zauber umbringen, schnell. Okay, jetzt ist sie tot. Wunderbar. Notfall zu spät ausgelöst. So ist das halt, wenn man den Notfall auf 25 oder auf 10% der Lebenspunkte stellt. Das funktioniert wahrscheinlich hier bei Braket, weil er so viele Lebenspunkte hat. Aber bei so Magiern, die sind dann einfach tot. Ihr werdet wahrscheinlich nach alter Tradition nichts dabei haben. Also werde ich euch auch gar nicht erst looten. Meine Güte, eine Goldmünze, 7 Goldmünzen. Ich werde ja stinkereich hier drin. Okay, ab in den Keller. Der Keller ist hier hinten. Hinter dieser Tür ist eine weitere Tür und die kann man nur mit dem Schlüssel öffnen, sofern man sie denn sieht. Das wird jetzt wieder eine Herausforderung. Ich könnte mal einen Heiltrank nehmen. Ja, so sieht's doch gleich viel besser aus. Meine Güte, sieht fast aus, als wäre ich gar nicht verletzt. Was mich wundert. Na gut. Was soll's. Ja, und wir warten jetzt darauf, dass ich die Geheimtür finde. Ultra spannend. Ich habe genug Platz, ich trinke noch ein Bier. Das gefällt mir, das Ding werde ich versuchen aufzuheben. Solange ich kann. Ich glaube, in Icewind Dale gibt es sowas ähnliches. Da gibt es, glaube ich, eine Weinflasche. Oder war das ein Baldur's Gate 1? Also es gibt irgendwo eine Weinflasche, die man auch relativ früh bekommt. Entweder in Baldur's Gate 1 oder in Icewind Dale. Icewind Dale, sorry. Der Fehler, den ich immer begehe. Und ja,
Finde ich schön im Inventar zu haben. So ein bisschen alle hol. Ist schon geschehen. Na komm. Mir fällt nämlich nicht mehr viel ein, worüber ich reden kann. Also es wäre schön, wenn du meinen Wunsch erfüllst und dieses... Ich lass mal das Tier raus. Das Frettchen, das noch immer namenlos ist und mich gerade wieder wegteleportiert hat. Ja, wunderbar. Such mal nach einer Falle. Vielleicht, wenn wir zu zweit sind. Vielleicht haben wir da eine höhere Chance, wenn es denn sein muss, diese Geheimtür zu finden. Es ist doch nicht die Möglichkeit. Vielleicht, wenn ich Untote vertreibe. Haben wir auch noch nicht gemacht. Hat auch nicht viel Sinn. Werden wir auch nicht machen. Dazu bekomme ich kein hoch genuges Level als Priester, als Kleriker. Da bleibe ich immer zu niedrig für, um das sinnvoll einsetzen zu können. Vor allem, weil Untote auch ganz oft vom Level abhängig sind, welchen Untoten du begegnest. Also das heißt, mein Charakter wird immer den starken Untoten begegnen, den Lichs und den höheren Mumien, und die kann er sowieso nicht vertreiben. Ah, meine Güte. Okay, ich hole das Tier mal wieder rein. Gute Idee, das mir zu übertragen. Knuddeln und in den Rucksack. Na, immer knuddeln. Muss man machen. Rede wert. So sind die Regeln. So. Hin und her. Komm. Mach was. Finde die Geheimtür. Finde die Geheimtür. Damit hätte ich übrigens auch nicht gerechnet, als ich das Let's Play gestartet habe. Habe ich gedacht, ich beiß mir die Zähne vielleicht an irgendwelchen Kämpfen aus. Und ich weiß, ich habe noch nicht alle Kämpfe gemacht. Also es könnte immer noch sein, dass Vierkrag mich total ownt, dass die verzerrte Rune mich total ownt, dass der Schattendrache mich total ownt, dass Sirenikus mein Gesicht später trägt, ja, dass es abschneidet und mich ownt. Kann alles noch kommen, wer weiß. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich an einer Stelle einfach mal 2 Minuten vor einer Wand stehe und warte, dass die Tür aufgeht. Das war wirklich nicht der Plan. Wenn ich die KI vielleicht ausmache? Ha, keine Ahnung, ob das was damit zu tun gehabt hat. Ich glaube nicht, ich glaube, das war nur Glück. Aber wir können es nächstes Mal. Nächstes Mal wird es getestet. Nächstes Mal, was für ein den Gegenstand, den ich gewonnen habe. Das war mein Frettchen. Richtig. Hab mich nämlich gerade gewundert, was für ein Gegenstand ich wohl gewonnen habe. Feuerball! Weglaufen. Ja, ich hab's wieder verbockt. Straßenräuber, was machst du hier drin? Du willst mich doch verwirren. Straßenräuber innerhalb einer Wohnung. Das gehört sich nicht. Du musst zuerst sterben. Ihr seid Schläger und Bogenschützen. Das ist richtig. Ihr habt Hämmer. Okay, ich zeig euch trotzdem, wo der Hammer hängt. Hammertime ist vorbei heute. Heute wird offiziell von Hammertime umgestellt auf Flegeltime. Also auf Flailtime. Ich glaube, der ist hochgelaufen. Der wird mich überraschen beim wieder rauskommen dann. Es wird lustig. Stirr! Ihr trefft besser. Ich glaube, den lasse ich... Ach, der hat keine Pfeile mehr. Okay. Ich wollte gerade sagen... Den lasse ich sich selbst umbringen. Aber nein, er hat alle seine Pfeile verschossen. Und gut war's. Gegengift. Okay. Warum nicht? Ich glaube, ich habe sowieso schon Gegengift im Inventar. Ich müsste mal zur wachenden Festung gehen. Da kann ich nämlich eine Tranktasche kaufen. Aber ich habe keine Lust, das Intro-Video von der wachenden Festung zu sehen und den Text zu hören. Das will ich mir eigentlich aufheben für den Fall, dass ich die wachende Festung spiele. Hier kann man jetzt einen Gefangenen rauslassen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das machen will. Ich gehe mal zum Folterknecht. Ja, Buter, der Folterknecht. Er wird mich jetzt attackieren und jämmerlich daran scheitern. Denn im Herzen bist du auch nur ein Dieb. Und Diebe haben im Nahkampf nichts verloren. Man könnte sogar sagen, Diebe haben im Kampf nichts verloren. Aber ich habe eine sehr geringe Meinung von Dieben. Also Diebe... Mag ich wirklich nicht. Ich finde, Diebe sind klasse, wenn auch irgendeine andere Klasse beteiligt ist. Da gibt es eine enorme Synergie. Weil der Unterschied zwischen einem Level 10 Dieb, ja, da ist der Schlüssel für das Gefängnis, zwischen einem Level 10 Dieb und einem Level 20 Dieb ist gering.
wirklich gering. Bei einem Kämpfer merkt man das noch deutlicher. Und bei einem Magier denkst du, du verreckst. Weil da ist der Unterschied gigantisch. Aber naja. Ich werde den Gefangenen rauslassen. Das ist ein Spion von Bodhi. Kann ich mich bei ihr einschleimen? Tag. Ich habe die Tür wieder zugemacht. Ich bin gemein. Gelobt sei Mask. Okay. Ja, ja, Bodhi hat von dir gesprochen. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich höre dir doch nicht zu. Als würde Braket hier Befehle von der Frau entgegennehmen. genug der Frauenfeindlichkeit. Ich will zu Aran Linweil. Arans Privatgemächer werden durch zwei magische Türen geschützt. Sie können weder aufgebrochen noch zerschlagen werden. Feuer wäre meine Idee. Ihr müsst für die erste einen Knopf finden und für die zweite einen Schlüssel. Der Knopf ist im Norden und der Schlüssel hat vielleicht einer der Zauberer hier. Hass. Das stimmt auch komplett. Ja, der geht jetzt. Ich glaube, er ist abgehauen. Ja, er ist verschwunden. Aber guck mal, die Schattendiebe sind keine netten Leute. Also ich fühle mich minimal schuldig vielleicht, dass ich sie alle umbringen will. Minimal. Hier ist eine Tür. Da werden wir uns später mit beschäftigen. Da werde ich später eine halbe Stunde davor stehen. Das wird nochmal lustig. Ja, und so bekommt man die Gelegenheit. Der Gang ist zu lang. Hier ist bestimmt eine Falle. Oh mein Gott, ich hasse diese. Ich hasse dieses Level. Ich mag Schattendiebe nicht. Feuerball! Na, schon wieder selbst abbekommen. Okay, warte. Du musst sterben. So sind die Regeln. Ah, du hast dich geschützt. Keine Auswirkung. Au. Ja, okay, du hast deine eigenen Leute verärgert. Was? Achso, ich dachte, ich hätte den Magier umgebracht. Da hat das Phantomtor super funktioniert. Ich habe echt gedacht, ich habe gewonnen. Ha! Damit gehst du drauf. Das überlebst du nicht, Freund. Ah, verdammte Selbstsicherheit. Ich habe bestimmt aber gespeichert, oder? Irgendwann. Nein! Wie kann das nur sein? Geschlagen von einer drittklassigen Magierin. Okay, ich habe hier gespeichert. Also nochmal von vorne. Ich hoffe, das bringt was. Betäubung. Was haben wir denn da im Angebot? Handlungsfreiheit würde mich schützen. Aber da habe ich nicht wirklich... Habe ich da... Ach richtig, ich habe ja Vecnas Robe an. Ich bin ja jetzt super mega Magier hier. Ich kann ja sofort... Zauber wirken. Feuerball! Arschlöcher! Ja, das habt ihr euch besser vorgestellt, hä? Oder anders vorgestellt, soll ich sagen. Meucheln. Schutz vor magischen Waffen. Okay, ich renne weg. Ich renne weg und benutze die Tür zu meinem Vorteil. Vielleicht. Hast du das Symbol bis hierher geschossen? Du verrückte Frau. Okay, der ist weggerannt. Der ist tot. Die Tür ist zu. Ich kümmere mich drum. So, dann warten wir jetzt 4 Runden, mindestens, bis der Schutz von magischen Waffen abgelaufen ist. Ja. Der müsste eigentlich schon abgelaufen sein jetzt. Und dann zurück nach drinnen, zurück ins Gefecht. Sonnenfeuer unterbrochen. Wunderbar. Die Ecke hätte mich immer vielleicht auch gerettet hier. Steinhaut ist immer noch drauf, okay. Aber das stört mich nicht, deswegen ist das meine Lieblingswaffe. Eine meiner Lieblingswaffen. Der Flegel der Zeitalter. Dass man Magier einfach so umhauen kann. Das macht ihn so großartig. Die Frau hatte ja nun wirklich diesmal keine Chance. Okay, der Dieb ist anscheinend wirklich gut geflohen. In die Richtung wahrscheinlich. Den Bereich habe ich auch nie wirklich verstanden hier. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Deaktiviert die Fallbeile. Ich muss durch. Ja, ich glaube, das geht schief. Ich glaube, der stirbt. Aber das werden wir jetzt nicht sehen, weil ich zu weit vorgegangen bin. Weil hier gibt es Fallbeile über diesen Brücken. Und ich
glaube, die sind einfach aus. Also. Müssen wir mal schauen. Oh. Na, ich gucke erst nochmal, was du hattest. Nein, das wollte ich nicht. Und ich bin fast voll. Ärgerlich. Dabei muss ich noch mindestens einen Schlüssel aufsammeln. Und einiges an Schmuck später. Oh nein, 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 nein. Winsele. Keine Lust. Ich laufe dir keinen Meter hinterher. Dafür bin ich viel zu wichtig. Yep, okay. Auf den da. Der Bogenschütze kann ruhig seine Pfeile leer schießen. Die kommen alle auf ihn zurück, sofern er trifft. Und wenn er nicht trifft, auch okay. Ich will mal... Ah, benutzen wir doch mal den Zauberstab. 1, 2, los. Blitz. Okay, ja, okay, gut. Oh, der wäre sogar gestorben ohne meine Hilfe. Weil der Blitz wäre zurückgekommen. Okay. Na, warte. Ich greife ihn so an. Das geht genauso gut. Das ist der Zauberstab, den benutzt man eigentlich, wenn man gegen viele Gegner vorgehen will auch. So habe ich keine Angst vor dem Priester. Der Priester hat keine Chance, sich vor meinen Angriffen zu schützen. Priester haben einfach nicht die Art von Defensivzaubern. Da der Kerl sowieso nackt ist und anscheinend keine Rüstung anhat, treffe ich auch mit jedem Schuss. Du armes Kerl, oh meine Güte. Es tut mir ja leid, wenn ich das so sehe. Hast du jahrelang trainiert und geübt und zaubern gelernt und dann das. Dann wirst du von so einem Abenteurer einfach mit einer Schleuder erschlagen. Als wäre ich David. Okay. Das kann man auch aussitzen. Da benutze ich zum ersten Mal meine Schleuder. So wirklich sinnvoll. Und ich habe anscheinend auch eine Menge Angriffe mit dem Ding. Weil das geht fix. Also das geht schon relativ schnell. Ich habe 2 Angriffe. Ja, okay. 2 Angriffe in 6 Sekunden. Ein Angriff alle 3. Ja, ich mache hier Mathe. So, und hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Hier liegt auch irgendwo eine Irrgartenfalle. Irrgarten ist ein Zauber, der in Solos das Spiel komplett beendet, weil wenn du im Irrgarten bist, hast du keinen mehr in deiner Gruppe. Wenn du keinen mehr in deiner Gruppe hast, ist das Spiel vorbei. Das ist halt schlecht. Und deswegen schütze ich mich vor Irrgarten mit chaotischen Befehlen. Und chaotische Befehle sollte laut Beschreibung eigentlich nicht vor Irrgarten schützen. Glaube ich zumindest. Können wir ja nachgucken. Wir haben ja Zeit. Und das interessiert mich. Ja, hier steht Bezauberung, Einflüsterung, Beherrschung, Befehl, Schlaf und Verwirrung. Okay, da steht aber auch, darunter fallen beispielsweise. Ist gegen alle Arten von magischen Befehlen immun. Der Irrgarten ist nur zur Hälfte so eine Art Befehl. Also eigentlich sogar vielleicht gar nicht. Also, ich habe ihn auch, glaube ich, noch nicht gelernt. Ne, ich kann ihn nicht. Aber hier ist irgendwo eine Irrgartenfalle und ich hoffe, ich bin jetzt hinreichend davor geschützt. So, noch ein bisschen Stärke. Ein paar Spiegelbilder. Und dann rennen wir da rein. Töten, was das Zeug hält. Wunderbar. Ich bin dabei. Weil hier liegen viele Fallen. Hier kommt ein Bosskampf. Ich glaube, die Irrgartenfalle liegt hier irgendwo. Nein, das war sie. Das war sie. Das muss sie gewesen sein. Oder das. Oder die geht nie weg. Keine Ahnung. Was ihr wollt, aber macht es kurz. Haha, ihr seid uns ins Netz gegangen. Ja, ich weiß doch, dass hier eine Falle ist. Für was für eine Art von Idiot haltet ihr mich denn? Warte. Nahkampfwaffe, ganz wichtig. Immer die Nahkampfwaffe ausgerüstet haben. Und Sonnenfeuer. Na, tut's weh. Schläger, Meuchelmörder und der schwierige Herr. Wenn es denn sein muss, Lauf. Deine Zeit ist abgelaufen, Feuer. Freundchen. Und gleich nochmal... Das Feuer.
und nach hier laufen. Ja, so ist schön. Mögt ihr die Wärme? Ich hoffe, ihr mögt die Wärme. Denn hier ist es heiß drin. Ach komm, warum nicht? Das kann man ruhig nochmal machen. Gute Idee, das mir zu übertragen. Das ist geil, das sah cool aus gerade. So, meine... Es ist schon alles weg. Mein ganzer Schutz ist weg und ich glaube, das war nur der Kerl. Nur der Kerl mit dem Prunkhanisch. Er ist wirklich kein Freund. Okay, jetzt warte mal. Ich habe Angst, dass da eine Falle liegt. Okay, aber du kommst. Gut. Weil der Raum hier ist wirklich übel. Auch wenn es jetzt überhaupt nicht so aussah. Kein bisschen sogar. Sah alles sehr entspannt aus, ich weiß. Oh, schöner Ring. Der Ring der Dietriche. Nutzlos für mich, aber einen netten ein bisschen Gold wert. So, dann haben wir hier einen Prunkanisch, der auch ein bisschen Gold wert ist. Ich nehme mal ein Bier. Ich hoffe, warum nicht? Ich meine, es war ein erfolgreicher Kampf. Ich sollte versuchen, hier so wenig wie nur irgend möglich rumzulaufen. Ja, Tipp fürs nächste Mal. Hier oben ist dann, glaube ich, der Knopf. Ja, okay. So wenig wie nur irgend möglich. Au, Schädelfall. Aber tat kaum weh. Diese Dinger tun dir weh. Ich hasse diese Gegend hier. Was? Ihr drückt den Knopf? Okay, gerne. Ich war zwar nicht nah genug dran, um den Knopf zu drücken, aber ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ich habe kein Problem damit. So, mal schauen. Speichern. Ich muss dran denken, immer nur zu speichern, wenn ich auch stehe. Nicht, dass ich speichere, kurz bevor ich in eine Falle laufe. Die mich dann tötet. Oder beherrscht, oder Schlimmeres, oder was auch immer. Oh, Orks. Hallo. Ich benutze den Stab. Wir benutzen den Stab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sterbt, ihr ewig quiekenden Schwächlinge. Ja, das hatte ich mir schöner vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ach du Scheiße. Okay. Das hatte ich mir doch schöner vorgestellt, oder? Oder sagen wir mal einfach anders. Nee, dich zuerst. Du pfeifst auf dem letzten Loch. Danke. Dann trinke ich alle meine Heiltränke. Ja, der Blitzstab, ja, nicht mein Ding. Gar nicht meins. Aber deswegen übe ich das ja gerade. Feuerbälle kann ja jeder werfen. Aber Blitzstäbe benutzen, das ist eine Kunst für sich. Okay, wo geht's hier lang? Geht's hier überhaupt irgendwo lang? Ach doch, da. Okay, hier ist der Magier dann. Ja, ich erinnere mich. Das ist mit einem Dieb übrigens viel schöner hier. Du musst nur, wenn du dich Bodhi anschließen willst, darauf achten, dass du keinen reinen Dieb erstellst. Weil wenn der Hauptcharakter ein Dieb ist, dann akzeptiert Bodhi dich nicht. Aber wenn du ein Kämpferdieb bist oder ein Kämpfermagierdieb, dann akzeptiert Bodhi dich. Aber das ist eine interessante Beschränkung. Du bist auch ein Priester, oder? Ja, das heißt, du zauberst immer noch? Ja, okay. Magiewiderstand. Ich habe halt Glück. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe 10% oder so. Magiewiderstand. Aber auch eine 10% Chance. Scheiße. Okay, gut. Wird irgendwann mal... Okay, gut. Mach weiter deine Rettungswürfe. Oh, bleib doch mal stehen. Rocket. Oh, bleib doch mal stehen. Ich bin so begeistert von dir. Da steht jetzt zwar festgehalten, aber ich habe trotzdem... Bin ich nicht festgehalten, okay? Vielleicht liegt das auch an chaotischen Befehle. Schläger. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Ich mag die... Ach, komm her. Du hast mich doch jetzt etwa vergessen.
Doch hast du. Oh, bleib doch mal stehen! Anfänger. Okay, der Magier behält sich auch da drin auf. Oh, noch einer. Ja. Okay. Und weg! Ist ja gar nichts passiert. Wie langweilig. Oh, bleib doch mal stehen! Aber gut, ich habe den Zauber, den Stab eingesetzt, ohne mir selbst weh zu tun. Das ist für mich ein Erfolg. Kein kleiner Erfolg. Die Kerle treffen mich auch nicht, also ich bin wirklich stark genug hierfür. Das gefällt mir doch sehr gut. Vielleicht habe ich den Moment erreicht, an dem ein Solo-Charakter stark wird. Was soll ich tun? Okay. Nicht alle Solo-Charaktere werden am gleichen Moment stark. Aber es gibt für jeden eigentlich so einen Moment, wo er dann plötzlich alle ownt. Das ist ein Level 8 Zauber. Das heißt, den werde ich in meine Schriftrollentasche tun und nie benutzen. Ich hoffe, das bringt was. Ja, okay, hier geht's. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wo es hier hingeht. Das ist cool. Ich glaube, da geht's raus. Lass uns das mal kurz testen. Ich glaube, hier geht's raus. Ja. Und hier irgendwo. Das können wir ja vielleicht. Nee. Nicht mit mir. Das lade ich wieder. Ich laufe nicht noch einmal außen rum. Nee. Ich hoffe, das bringt was. Das können wir benutzen. Die benutzen wir aber gleich, die Tür. Ja, die benutzen wir demnächst. Wart nochmal. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Oh. Okay. Ja? Für dich werde ich vielleicht ein paar Zauber benutzen, ne? Ich wüsste zwar nicht welchen, aber hey. Melfs? Nee. Ach komm, wir gehen mal an unsere Schriftrollen. Ich will dich mit magischen Geschossen beschießen. Will ich das wirklich? Nein, ich gehe einfach hin und hau dich um. Der einfachste Weg ist oft der beste. Ja. Okay, Magie durchdringen, das hilft dir nicht. Oh, Stille, das hilft dir aber auch nicht viel. Ich werde einfach diese Fähigkeit benutzen. Die ich auch nicht benutzen kann, okay. Stille ist doch cool. Habe ich dich falsch eingeschätzt? Du hast anscheinend einen Plan. Ich finde es auch cool, dass wenn dein Charakter zum Schweigen gebracht wird, dass er dann aufhört, Sachen zu sagen, wenn du ihm Befehle gibst. Das wird ausgeschaltet dann. Das finde ich einen relativ netten Touch. Das finde ich richtig cool. Hätte man auch vergessen können. Aber nein. Es geht. Nicht. Also es kommen keine Sounds. Kommen keine Befehlsbestätigungen. Aber man kann, glaube ich, immer noch Dialoge führen. Wenn ich mich nicht täusche. Das ist ein bisschen komisch, aber hey. Ist schon geschehen. Da bin ich mir auch nicht mal sicher, ob das wirklich so ist. Komme ich hier? Ja, da komme ich wieder weiter. Dann laufen wir nämlich einfach wieder zur Gilde der Schattendiebe hier. Und, weil wir haben den Schlüssel, wir haben den Knopf gedrückt, wir können zu Aran Linweil. Und dann muss ich nicht wieder zurück durch den Raum mit den ganzen Fallen. Und ich könnte theoretisch auch... Ihr werdet in ganz Am garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Nochmal kurz was verkaufen. Zum Beispiel diesen Zweihänder und den Prunkhanisch. Ja, das hat doch schon mal viel geholfen. Zwei Fächer mehr frei. Okay, cool. Habe ich auch noch nie gemacht. Während dieser Mission da hinten rausgehen und ich glaube, hier kommt man auch irgendwo raus. Das wäre der schönere Weg gewesen, aber es könnte die große Tür sein, unten im Keller, die in die Richtung geht hier. Naja, egal. Erinnerst du dich noch an die Geheimtür, wo ich schon versprochen habe, dass wir da gleich eine Viertelstunde davor stehen? Ich glaube, ich habe sogar versprochen, eine halbe Stunde. Oh! Ihr Angsthasen seid nicht weggerannt. Na, das ist euer Problem. Oh, danke. Werde ich vielleicht direkt gebrauchen können.
Je nachdem, ob ich die Sachen, die ich finde, identifizieren kann. Das ist sehr praktisch. Wenn es denn sein muss. So, hier ist, wie man sieht, ein Gang. Und ich mach mal die KI aus. Aber ich glaube, das war letztes Mal nur Glück. Ja, das war wirklich nur Glück, dass ich da die KI ausgemacht habe. Und in der gleichen Sekunde habe ich den Geheimgang gefunden. Hier ist nichts, hier ist nichts. Ich muss warten. Warten und irgendwas stricken. Unbändige Woge Feuerball! Ja, okay, dann nehmen wir doch über meinen Heiltrank. Das ist sicherer. Bin ich doch dankbar, dass ich die Heiltränke geholt habe. Aus meiner Wohnung. Ich brauche zu viele Heiltränke. Das missfällt mir. Ha, wir versuchen es nochmal. Ich habe einen kleinen Heilzauber. Hatte ich gar nicht mehr gewusst, dass ich den kann. Gute Idee, so, und diese Tür stellt sich mir wieder in den Weg. Hör auf, so störrisch zu sein. So viele Tote. Es hätte Aaron Linwald alles verhindern können, wenn er sich direkt geopfert hätte. So, und ich glaube, dafür opfer ich ein Spiegelbild. Ja, ein kleines Spiegelbild, denn hier drin ist wahrscheinlich wieder eine Falle. Und eine Menge Orks, oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gewinnt. Okay. Immerhin, immerhin verletzt und die Dinger sind zurückgekommen. Das heißt, da ist vielleicht noch zusätzlicher Schaden angerichtet worden. Was mir gefällt. Na komm, bring's zu Ende. Wartet erstmal, bis ich Wirbelwinde kann. Ab da wird der Charakter, glaube ich, dann stark. So richtig stark. Und ich denke auch, die werde ich benutzen, wenn es schwer wird. Da habe ich dann keine Selbstbeherrschung. Achtung, Feuerball. Oder Blitz. Komm, irgendwas. Ja, okay, Flammensäule, auch okay. Dagegen helfen Spiegelbilder tatsächlich. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha! Da, so eine Ecke ist gut. Das ist die Ecke des Todes. Das ist meine eigene Todeszone. Das klingt schlimm. Todeszone sollten wir nicht benutzen, glaube ich. Das ist geschichtlich vorbelastet. Aber gut. Ha, nimm das, dreckiger Ork. Lauf nicht zu dem Luftelementar. Der macht dich kalt. Ich werde dich erlösen. Vielleicht. Na. Ah. Jetzt laufe ich von dem Luftelementar weg. Ich kann es nicht glauben. So, ich habe noch einmal Steinhaut und zweimal Spiegelbild. Also, okay, wir nehmen einmal Spiegelbild. Dann habe ich noch einmal Spiegelbild für den nächsten Kampf. Und das müsste reichen. Das sollte eigentlich reichen. Der Luftelementar, den habe ich auch stärker in Erinnerung. Der scheint ja voll auf den Sack zu bekommen von mir hier. Okay, gut. Besser als andersrum. Besser zu schwach als zu stark. Ist nicht das Motto von Fisherman's Friends? Nein. Oder Fisherman's Friend? Ich bin mir unsicher. Dann wollen wir uns mal komplett hochbuffen für den Kampf, damit die Zauberer, die da drin stehen, das auch direkt bannen können. Ja, damit die was zu tun haben. Ich schütze mich vor Furcht, ich werde Schutz vor Bösem auf mich zaubern. Ich werde wahrscheinlich sogar die Rüstung des Glaubens... Nee, wobei, die zauber ich im Kampf, das sieht cooler aus. Ja, die Rüstung des Glaubens ist der bestaussehende Zauber im Spiel. Behaupte ich jetzt einfach so. Nee, der ist schon cool. Also da kann man nichts gegen sagen. Rüstung des Glaubens, ultra cool. Handlungsfreiheit noch oben drauf. Und dann würde ich gerne sehen, was Aaron Linwald gegen mich ausrichten will. Todesschutz. Natürlich. Natürlich, natürlich. Damit bin ich immun gegen Todesmagie. Und gerechte Magie noch.
Damit habe ich wahrscheinlich Stärke 25. Und dann gehen wir da rein. Und dann zeigen wir denen das. Ja, ich glaube, das ist mein Plan. Ich glaube, ich gehe diesmal rein. Ich mache das jetzt ernsthaft. Fairer Zweikampf. Ihr gegen mich. Ihr fünf oder wie viel ihr seid. Stirb, Schattenblutmagier. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Aber egal. Ihr werdet die erste Leiche in diesem Kampf sein. Sonnenfeuer! Okay, der ist fast tot. Priester des Mask? Ja, ja. Mach du nur, was du denkst. Oh, oh. Ein Dämon. Zum Glück bin ich relativ immun gegen den Dämon durch meine Zauber. Ich wurde allerdings gerade zum Schweigen gebracht. Was mir nicht gefällt. Ja, der Dämon macht da hinten den Priester tot. Ich kümmere mich um den Meuchelmörder hier. Ja, der Dämon macht's. Auch okay. Der Dämon müsste mich in Ruhe lassen. Ja, ja. Das ist geil. Das ist total nach hinten losgegangen. Na komm, bring ihn um. Oh, das ist ein guter Dämon. Ich geh mal weg. Damit Aran Linweil. Komm, nimm Aran Linweil. Du siehst ihn doch auch, oder? Beherrschung Nabasu. Viel Glück, Aran. Viel Glück. Okay, diesmal bist du dran. Jetzt hol ich dich. Und übergebe dich der Tiefe. Komm. Es darf jetzt nicht schief gehen. Okay. Er scheitert am Zaubern. Das ist Musik in meinen Ohren. Ja, und jetzt ist die Steinhaut weg. Das heißt, du bist auch tot. Komm, du bist tot. Hör auf, daneben zu hauen. Ein Teleportationsfeld. Du willst mir noch kurz bevor du stirbst auf den Sack gehen. Ja, das habe ich mir... Ja, okay. Er ist vor Geschossen geschützt, aber ich glaube nur vor normal, ne? Ja, ich bin im Arsch. Es wird nichts. Ich krieg den nicht mehr. Ich muss ihn wohl durch einen Feuerball töten. Oder zumindest versuchen, ihn zu töten durch einen Feuerball. Versuch doch nochmal. Ja, okay, gut. Das hat funktioniert. Ja, und ich wurde wegteleportiert. Ich hoffe, das bringt was. Da kann ich eigentlich drauf warten, dass das weggeht, weil da habe ich nicht die Nerven für. Jetzt da reinzulaufen, wegteleportiert zu werden, wieder reinzulaufen und wegteleportiert zu werden, wieder reinzulaufen und wieder wegteleportiert zu werden. Und das sage ich jetzt, bis es weg ist. Hintereinander weg. Reinlaufen, wegteleportiert werden. Reinlaufen, wegteleportiert werden. Ist aber ein schöner Whirlpool hier. Also der Schattendieb hat sich hier unten gut gehen lassen. Richtig geiles Bett. Schöne Ecke. Fehlt da nur der Fernseher. Und ein Whirlpool. Also was heißt ein Whirlpool? Ja, sieht so aus wie ein Whirlpool so ein bisschen. Ist aber vielleicht auch nur kochendes Wasser hier. Ich meine, wenn Wasser so aussieht, dann kocht es in der Regel. Also wäre es ein bisschen zu heiß. Wahrscheinlich ist das fürs Foltern, ja? Der foltert hier privat irgendwelche Leute. Wahrscheinlich die gleichen Frauen. Wahrscheinlich Frauen, genau. Das wollte ich eigentlich sagen. So, und da kommen wir zum Hauptteil. Oh, hast noch einen Holzflock dabei gehabt, du armes Ding. Hat er nicht viel geholfen, ne? So, Schutzring plus 2. Damit kann mein Schutzring plus 1 in Ruhestand gehen. Vielen Dank, Aran. Das Amulett ist geil. Das müssen wir schnellstmöglichst identifizieren. Das ist der Gegenstand, den man hier auf jeden Fall braucht. Den gibt einem Aran auch, wenn man sich ihm anschließt. Was ich nicht gemacht habe, natürlich. Weil ich bin ja ein böser Mensch. Ich habe mich ja den Dieben angeschlossen. Ich denke, das Ding werfe ich weg hier. Dann nehme ich nochmal einen Riss. Aus dem Bierkrug. Das habe ich mir verdient. Dann schauen wir noch, welchen Gegenstand ich noch mitnehme. Weil für einen Gegenstand habe ich ja noch Platz. Ein Gegenstand kommt noch mit auf die Reise.
Okay, hier ist nichts drin, gut. Ich hatte Angst kurz, auch wegen den Fallen, die ich überall vermute. Ich bin paranoid. Oh, das ist der Djinn-Ring. Glaube ich, mit dem kann man einen Djinn beschwören. Okay, kommt erstmal... Achso, ich kann zwei Gegenstände mitnehmen. Ha, ich kann ja die Sachen in den Edelsteinbeutel tun. Klar. Das Schwert hole ich mir auch noch. Was haben wir da drin? Ich sagte... Was haben wir da drin? Müll. Aber ich nehme ihn. Ja, ich habe dafür einen Zauber geopfert. Da kannst du Gift drauf nehmen, dass ich dann auch nehme, was drin war. So, das ist ein Katana plus 2. Ein ganz seltenes Katana. Die gibt's kaum. Katanas gibt's ja eine Menge plus 1 Katanas. Aber ansonsten gibt's 1 plus 3 Katana. Und ja, vielleicht noch eine Handvoll plus 2er. Und wir können gehen. Wir haben erfolgreich alle Schattendiebe umgebracht hier. Kompletter Dungeon aufgeräumt. Alle tot. Unnötiges Blutvergießen hoch 10. Das heißt, ich kann zu Bodhi zurückkehren und ihr sagen, ich habe ihren Auftrag erfüllt. Jetzt ist die Frage, will ich zu Bodhi zurückkehren? Ich denke, ich kehre zu Bodhi zurück, ja. Ich denke, das machen wir so. Weil wir können... Wir müssen eigentlich danach dann das Gebiet verlassen. Die Stadt verlassen. Ich denke, du kennst das Spiel, oder? Wie fast jeder, der das Spiel guckt hier, der weiß, was hier vor sich geht. Oh, cool. Ich kümmere mich drum. Ha! Meine Güte. Ja, du musst demotiviert sein, oder? Hast du gesehen, wie der zerplatzt ist da? Okay, gut. Netter Trick. Kann ich aber auch. Es ist es mir nur nicht wert. Ja. Tod. Edge. Mein Gold. Mein Heiltrank. Bis bald. Oh, noch einer. Na komm. So ist gut. Und nochmal. Ah. Und vorbeigehauen. Du arme Sau. Hättest du doch den Trank genutzt, um zu entkommen. Ich hätte dich nicht verfolgt. Oh, warte mal. Ja, ich glaube, wir brauchen einen Händler. Ja, wobei. Ich warte. Ist schon geschehen. Kann ich aber immer noch später machen. Erstmal zurück zu Bodhi. Ja, die gute Nachricht bekannt geben. Und Bodhi sagen, wir haben Aran Linwei getötet und die Schattendiebe zerschlagen. Alleine. Völlig ohne deine Hilfe. Stell dir mal vor, Braket wäre noch ein Vampir. Ja, wie stark der dann wäre. Naja. Wäre wahrscheinlich komisch dann, mit dem Untote vertreiben hier. Da kann er sich selbst vertreiben. Hat er, flieht er in Angst. Ne? Braket spürt seine eigene Heiligkeit. Also hier in dem Fall, die Figur. Ich rede nicht von in der dritten Person von mir. Ja? Wenn es denn sein muss. Das mache ich nur selten. Ganz selten. Aber egal, egal. Wir haben ja, wir haben gute Nachrichten, ja? Wir haben gute Nachrichten. Wir haben alle deine Feinde vernichtet. Gute Frau. Mit der grauen Haut. Oh, ihr seid zurück. Ich nehme an, eure Jagd war erfolgreich? Ich bin sicher, es war eine befriedigende Jagd. Eine, die ich bestimmt gern gesehen hätte. Ja, hätte dich bestimmt feucht gemacht. Was? Habe ich da gerade gesagt? Ich weiß nicht. Ich wutz. Ihr seid auf meine Bedingungen eingegangen, habt meine Anforderungen erfüllt und habt mir und meiner Sache eure Fähigkeiten bewiesen. Um welche Sache es sich handelt, fragt ihr vielleicht? Ich werde es euch sagen. Oh, richtig. Hier kommen jetzt gleich großartige Enthüllungen. Die Unterwanderung der Schattendiebe war wie das Ziehen eines Splitters. Eher ein netter Nebeneffekt bei eurer Einschätzung. Sicherlich nützlich, aber nicht unsere wahre Berufung. Und ich meine nicht die Art von Enthüllung, die du denkst. Naja, auf jeden Fall war das anscheinend nur ein Nebenschauspiel und nicht wichtig hier.
Ihr sucht Imoen, eure vermisste Kameradin, und Irenikus, der euch Macht geben würde. Ich bin bereit, euch ihren Aufenthaltsort zu nennen und euch die Mittel zur Verfügung zu stellen, sie zu erreichen. Okay, mach los. Es gibt jedoch einen Einwand. Wenn ihr Irenikus findet, gehört er genauso mir. Er darf erst getötet werden, wenn wir beide bekommen haben, was wir wollen. Ich denke, das werde ich auch vorlesen, weil vielleicht haben das wenige gemacht. Ich glaube, die meisten schließen sich immer den Schattendieben an. Weil Bodhi erklärt uns jetzt ihre Motivation dafür, Irenikus zu finden. Ich weiß viel, also über Irenikus, und ich werde dieses Wissen teilen. Ihr wisst nicht über alle Facetten dieses Mannes Bescheid, und ich kann euch eure Vorsicht nicht übel nehmen. Es ist wahr, dass Irenikus euch entführte. Und wirklich, euer Aufenthalt in seiner Obhut war nicht sehr angenehm, aber es gab Umstände, die ihr nicht kennt. Ich weiß, Braket, dass ihr ein Kind von Baal seid. Baal war unter anderem der Fürst des Mordes. Irenikus ist fasziniert vom Tod und deshalb war er für ihn von Interesse. Das stimmt teilweise. Ich bin die Erste, die sagt, dass ich die Experimente, die durchgeführt wurden, nicht billige. Aber ihr solltet wissen, dass es dafür einen Grund gab. Okay, erzähl mir mehr. Dazu werde ich gleich kommen. Während ihr in Johns Obhut wart, entdeckte er das Potenzial, das ihr habt, und beschloss, bei eurer Entwicklung zu helfen. Ich finde übrigens geil die alte Schreibweise hier. Oder die Schreibweise, die ich auf jeden Fall immer noch benutze, von Potenzial. Finde ich einfach, sieht sexy aus. Die unglückseligen Nebenwirkungen seiner Experimente hieltet ihr irrtümlicherweise für eine Folter. Ja. Okay. Es wäre euch vielleicht mehr offenbar geworden, aber er hatte einen Zusammenstoß mit den Schattendieben. Natürlich saht ihr den Ausgang dieses Kampfes, bei dem eure Immun fortgezaubert wurde. Ihr sucht sie und ich suche Irenikus. Wir können beide von seiner Rückkehr und ihrer profitieren. Ja, auf was willst du hinaus? Ich benötige mehrere Dinge, aber bitte erlaubt mir, es zu erläutern. Ich weiß sehr wohl, dass eure Anstrengungen, Irenikus zurückholen, nicht von Zartgefühl begleitet sein würden. Irenikus ist der einzige Verwandte, den ich noch habe. Wir haben auf unterschiedliche Weise überlebt, aber er ist im Grunde mein Bruder. Nein! Ja, hier erfährt man das schon vorher, dass Irenikus und Bodhi Geschwister sind. Das bedeutet, dass er ein paar bestimmte Dinge hat, die ich haben will. Auf einen großen Teil seines Wissens habe ich keinen Zugriff, während er gefangen gehalten wird. Ich würde ihn freilassen und meinem Willen gefügig machen. Ich will seine Rückkehr, um an sein Wissen heranzukommen. Sein Zustand wird unwichtig sein und was ich von ihm lerne, wird auch euch zugutekommen. Das ist, was ich euch anbieten kann. Okay. Was war das für ein Kampf zwischen Irenikus und den Schattendieben? Ich interessierte mich nicht für die selbstzerstörerischen Pläne meines Bruders. Er hat sie verärgert, wie er viele verärgert. Vielleicht ist irgendein anderes Experiment schiefgegangen. Ja, und du würdest nicht zufällig Krieg gegen die Schattendiebe führen, die deinen Bruder angegriffen haben. Nein, das ist Zufall. Das ist nur Zufall. Es ist möglich, dass sie sogar von meiner Verwandtschaft mit ihm ahnten. Ich bin ein ziemlicher Dorn in ihrem Fleisch geworden. Nicht mehr, nicht mehr. Die sind tot. Aber wir haben keine Wahl. Wir stimmen zu. Eure Ziele werden nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Ihr werdet keine Schwierigkeiten haben, zu Irenikus und Imoen zu gelangen, weil sich beide am gleichen Ort befinden, einem furchtbaren Ort, der geschaffen wurde, um die gefangen zu halten, die über einen starken Willen verfügen. Die verhüllten Magier haben sie an einen Ort gebracht, den die Zauberin Adkatla wirklich fürchten. Ein Ort, wo die Macht entrissen und untersucht wird, wo die Gedanken offen liegen und studiert werden. Der höfliche Bürokrat nennt es ein Heim für magisch Verwirrte. Aber Zauberer nennen es einfach die Zauberfeste. Es ist ein Heim, in das Leute, die verschwinden sollen, geschickt werden. Ich werde einen Frontalangriff machen.
Wenn es so einfach wäre und man nur zum Tor gehen und Einlass verlangen müsste, hätte es schon ein Dutzend Mal für die anderen Insassen getan. Hätte man es schon ein Dutzend Mal für die anderen Insassen getan. Die Zauberfeste ist ein Heim, ein Ort, der geschaffen wurde, um Zauberer und andere talentierte Leute gefangen zu halten. Sogar in dieser das magische unterdrückenden Gesellschaft würde dies für grausam gehalten werden. Ja, aber wenn ich auf der Straße zaubere, dann kommen sie vorbei und bringen mich auf der Straße um. Viel weniger grausam. Die Insel, auf der sie sich befindet, hat ihre eigenen Regeln. Sogar die verhüllten Magier sind sich nicht sicher, was aus denen wird, die dorthin geschickt werden. Man betrachtet sie als ein notwendiges Übel. Und wie bei vielen anderen Übeln, wollte auch hier niemand wirklich etwas damit zu tun haben, als es begann. Das ist das Guantanamo von Afkatla, im Prinzip. Fällt mir zum ersten Mal auf, stimmt vielleicht auch nicht komplett, aber es hat Parallelen. Und wenn man daran denkt, dass... Es hat Parallelen, sagen wir es mal so, aber es ist nicht das Gleiche. Aber das Spiel ist älter. Ich habe euer Gold benutzt, um damit die Überfahrt zur Insel zu gewährleisten. Ihr werdet selbst mit dem Heim und den Piraten, die über die Insel bestimmen, fertig werden müssen. Ja, ich will, dass du mitkommst. Ich werde gehen, obwohl ich die Bewegungen des Wassers nicht genieße. Hehehe, seekranker Vampir. Komische Vorstellung. Können Vampire eigentlich kotzen? Oder sind die wie Pferde? Keine Ahnung. Wobei in manchen Universen können Vampire, brechen Vampire normales Essen automatisch aus. In der World of Darkness passiert das. Außer du gibst Talentpunkte in Essen unten behalten. Dann nicht. Aber naja. Ich brauche noch ein bisschen. Ja, kehrt schnell zu mir zurück. Je länger ihr wartet, bla bla bla. Ich glaube aber, es gibt hier kein Zeitlimit. Aber ihr könnt nochmal im Tagebuch nachgucken. Warte mal, nach Datum. Bodhi hat viel erzählt. Ich soll zu ihr zurückkommen, sobald ich bereit bin. Ja, das klingt, als hätte ich ewig Zeit. Also damit, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.